Bonjour, aujourd'hui leçon 114, heute Lektion 114, 114. So, heute habe ich ein anzügliches Video vorbereitet. J'ai préparé une vidéo coquine. Une vidéo coquine. Erstens mag ich das und zweitens muss es sein, denn das könnte dir einige Peinlichkeiten in Frankreich ersparen. D'abord j'aime ça et ensuite ça pourrait épargner quelques moments embarrassants en France. Et je vais t'expliquer pourquoi und ich werde dir erklären warum. Ah ja, ich bin der Jean-Philippe de Vise. Ich freue mich sehr, wenn du meinem Kanal abonnierst, zumal es kostenlos ist und für dich ist es gut, weil du nichts verpassen würdest. Außerdem freue ich mich auch sehr, wenn du meine Videos teilst und kommentierst. Es ist gut für mich, weil so der Algorithmus von YouTube auf mich aufmerksam wird und diese Videos anderen Leuten anbietest. So, zurück zum Thema. Und das Thema lautet heute: Je t'embrasse, je vous embrasse. Das ist ein schöner Satz. Aber der ist zweideutig, denn der bedeutet sowohl je t'embrasse, ich umarme dich, als auch ich küsse dich. Je vous embrasse, ich küsse euch, ich umarme euch, oder sie, Majestät, und ich küsse dich, ich umarme dich, je t'embrasse. Tja, wir Franzosen bleiben da ganz vage, als ob wir uns hinter einem harmlosen Verb verstecken müssten. Also, es gibt einen Film namens Quai des Brumes aus, ich glaube, 1938. Ein Film von Marcel Carné. Il y a un film de 1938, Quai des Brumes, ein Film de Marcel Carné. Quai des Brumes, wörtlich, könnte man das mit Kai des Nebels übersetzen, aber der Titel auf Deutsch heißt Hafen im Nebel. So. Und es gibt eine Szene, eine sehr, sehr, sehr berühmte Szene in Frankreich. Diese Szene zeigt Jean Gabin, der im Film Jean heißt, mit einer Schauspielerin namens Michelle Morgan, im Film heißt sie Nelly, und Jean sagt zu Nelly: T'as de beaux yeux, tu sais. Du hast schöne Augen, weißt du? Und Nelly antwortet: Embrassez-moi. Und er küsst sie und dann sagt er: Nelly. Und sie sagt: Embrasse-moi encore. Also abgesehen davon, dass Nelly von der Sie-Version vom Siezen in das Duzen gegangen ist, ist diese Szene bezeichnend. Embrassez-moi heißt eigentlich: Küssen Sie mich und nicht umarmen Sie mich. Wenn eine Frau in Frankreich will, dass man sie umarmt, sagt sie: Prends-moi dans tes bras, nehme mich in deine Arme. Oder per sie: Prenez-moi dans vos bras, was zugegebenermaßen ganz schick klingt. Nehmen Sie mich in ihren Armen. Nicht schlecht, ne? Sollte es versuchen. So. Ja, eine kleine Geschichte. Damals hieß Küssen Baiser. Zum Beispiel gab es ein Lied, das Lied war, da war ein Vers: Poète, prends ton luth et me donne un baiser. Oder prends ton luth et me baise. Das war die ursprüngliche Version. Poète, prends ton luth et me baise. Dichter, nimm deine Laute und küsse mich. Was doppelt absurd ist, denn erstens ist der Poet kein Sänger und zweitens ist es schwierig, die Frau einen Kuss zu geben und gleichzeitig vom Laufen der Laute zu spielen. Das ist egal, gut, lassen wir das. So. Seien wir nicht so kleinlich. Ne soyons pas trop mesquin. Heute heißt un baiser ein Kuss und das Verb baiser heißt eigentlich bumsen oder ficken oder eventuell auch über den Tisch ziehen. Je, sehr, sehr ordinär zum Beispiel: Je me suis fait baiser par le vendeur. Ich bin vom Verkäufer reingelegt worden, also ich ließ mich vom Verkäufer
ficken, bumsen. So gut. Ja. Der Marquis de Sade hat diese Veränderung in der Bedeutung eingeleitet. Von Baiser einen Kuss geben zu Baiser ficken bumsen. Das kommt von Marquis de Sade. Was ich noch erzählen wollte, also in Frankreich sage niemals jemandem je te baise, das heißt ich ficke dich, sondern je t'embrasse. Das kannst du auch am Ende eines Briefes verwenden. Je t'embrasse heißt, ja, ich küsse dich oder ich umarme dich. Was die Franzosen heutzutage sagen für am Ende eines Wortes für ich umarme dich, ich küsse dich, das ist grosse bise, dicke Bussin. Ja gut, gut, grosse bise, okay gut, ja. Das finde ich lächerlich, aber gut, mach nichts, mach wie du willst. Und zum Schluss möchte ich eine persönliche Geschichte erzählen. Als ich in Deutschland ankam, das war Ende 87, musste ich Deutsch lernen. Meine Frau hatte mir ein paar Hausaufgaben gegeben, zum Beispiel, geh zur Bäckerei und kaufe dort etwas. Brot. Und ich hatte dann in der Bäckerei hatte ich Sachen gesehen, die ich sehr gerne aß und immer noch esse. Das sind, in Frankreich heißen diese Dinger des Meringues. Ja, und die heißen in Deutschland etwas, was ich gelesen habe. Und da stand B-A-I-S-E-R. Und ich dachte, das heißt Beisar. Und ich habe gedacht, okay, Beisar, das endet auf E-R. Also das muss heißen, das muss männlich sein. Also dann mache ich einen schönen Satz. Guten Tag, ich hätte gern einen Beiser. Und die Frau fragt mich, Hammernett. Und ich sage, da. Und ich sage im Schaufenster, da. Und die sagte zu mir, ach so, ein Baiser. Assez pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Au revoir.